Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Sadi. Es ist Donnerstag und die neuen Herausforderungen der Woche 10 der Season 6 sind online. Das sind die letzten Herausforderungen der Season 6 und die Season 7 ist in greifbarer Nähe. In diesem Video gebe ich euch wieder hilfreiche Tipps und Hinweise, wie wir die Aufgaben der Woche 10 einfach, schnell erledigen können. Und bevor wir aber dazu kommen, lasst mir doch bitte für dieses Video ein Like da, einen Daumen nach oben da. Das würde mich unheimlich freuen, motivieren und auch unterstützen, für euch weiterhin diese Videos zu machen und auch zu posten. Denn ich mache diese Videos als Spieler, für euch als Spieler. Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen möchtet, mit Tipps, Tricks, Hinweisen, Gameplays, Funny Moments, Infos, Leaks und so weiter, dann lasst mir auch ein kostenloses Abo da und macht auch die Glocke an, dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Denn ich werde auch weitere Videos für die Season 7 und auch in der Season 7 natürlich für euch posten. Kommen wir jetzt zu den Aufgaben der Woche 10. Hier sehen wir es, 50 Kampfsterne, Battlestars gibt es wieder und 10.000 XP können wir auch wieder bekommen. Und hier sehen wir auch schon die einzelnen Aufgaben. Kommen wir gleich zur ersten. Hier heißt es, baue Gebäude. Insgesamt 250 Gebäudeteile sollen wir hier bauen. Und das ist eigentlich keine einfache Aufgabe oder keine schwere Aufgabe, je nachdem wie man es sieht, denn man muss einfach nur Materialien looten. Und sobald ihr irgendwelche Materialien habt, benutzt diese entweder in einem Kampf, wo ihr euch einfach hochbaut, zubaut und so weiter, oder auch während dem Spiel baut einfach überall Plattformen, Wände, Dächer, Treppen und so weiter, sodass ihr die 250 Gebäudeteile komplett zusammenbekommt. Sollte eigentlich wirklich nicht schwer sein. Nur ein bisschen mühsam, sehr viel zu looten. Oder auch ihr macht mehrere Kisten oder Ballons auf, dann bekommt ihr natürlich schneller und viel mehr Loot. Kommen wir zur zweiten Aufgabe. Hier heißt es, besuche ein Wikingerschiff, ein Kamel und einen abgestürzten Schlachtenbus. So, das Wikingerschiff sollte jeder kennen. Ich werde euch trotzdem hier eine Karte posten, wo ich euch die drei Stellen nochmal markiert habe. Das Wikingerschiff, das Wikingerdorf kennt ja jeder. Beim Wasserfall oben auf dem Berg. Hier hat Epic Games einen Fehler gemacht. Hier heißt es ein Kamel. Das ist aber kein Kamel. Es ist ein Dromedar oder man sollte es einhöckriges Kamel nennen. Dann haben wir das auch korrekt formuliert. Wo ist das? Das ist in der Nähe von Paradise Palms. Also zwischen Lucky Landing und Paradise Palms. Wo die Truck-Tankstelle ist. Und dort findet ihr das Dromedar oder das einhöckrige Kamel. Und dann ein abgestürzter Schlachtenbus, ein Battlebus. Und der war ja vorher in der Nähe von Tilted Towers gewesen, zwischen Tilted Towers und Shifty Chefs. Der ist aber mittlerweile hinter Leaky Lake Richtung Lazy Links. Dort könnt ihr auch auf der Karte den Regenschirm sehen und unter dem Regenschirm ist dieser Schlachtenbus. Wie gesagt, ich poste euch hier eine Karte, wo überall diese Stellen markiert sind. Nächste Aufgabe, durchsuche Truhen bei Tilted Towers oder Paradise Palms. Insgesamt 7 Truhen sollt ihr sozusagen öffnen und ich denke mal, das könnt ihr jeweils abwechselnd machen, egal in welchem Modus. Und überall sind die Kisten, jeder, der die Kisten kennt, sollte einfach bei jedem Sprung versuchen, mindestens 1, 2 oder 3 eben zu öffnen. Hier werdet ihr, denke ich mal, auf jeden Fall mehr Sprünge als einen benutzen oder machen müssen. So, nächste Aufgabe. Platziere Geschütztürme in verschiedenen Matches. Hier wird die Schwierigkeit sein, die Geschütztürme zu finden. Ich habe die Geschütztürme sehr schwer gefunden. Die Aufgaben habe ich auch schon längst erledigt. Ich poste euch auch nachher den Jagdgruppen-Ladebildschirm der Woche 10. Und wie gesagt, die Schwierigkeit hier bei der Aufgabe ist es, die Geschütztürme zu finden. Und versucht es in jedem Modus, diese eben zu finden. Versucht Ballons zu öffnen oder auch Schatztruhen, die goldenen Schatztruhen. Und je nachdem, wenn ihr Glück habt, werdet ihr die Geschütztürme finden. Viele haben Glück und killen dann einen Gegner und der hat die dann eventuell in seinem Loot drin. Direkt irgendwo aufbauen, sodass ihr diese Aufgabe direkt erledigen könnt. Nächste Aufgabe. Hier haben wir wieder eine Phasenaufgabe. Hier heißt es in der ersten Phase, lande bei Lazy Links. Wie gesagt, da müsst ihr einfach nur landen. Und die nächsten Phasen öffnen sich aber immer erst beim nächsten Match.
Phase 2 wird lauten, lande bei Snobby Shores. Phase 3 lautet, lande bei Lonely Lodge. Phase 4 lautet, lande bei Lucky Landing. Und die letzte Phase lautet, lande bei Salty Springs. So, dann haben wir hier die nächste Aufgabe, schließe Fahrzeugzeitprüfungen ab. Hier werde ich euch ein separates Video posten, wie das genau aussieht, und werde euch auch auf der Karte oder in diesem Video dann markieren, wo ihr die Zeitprüfungen mit dem Fahrzeug absolvieren könnt. Insgesamt 3 Zeitprüfungen sollt ihr absolvieren. Ich habe insgesamt 4 Stellen gefunden, die werde ich euch dann auf der Karte markieren. Es ist auch teilweise möglich, diese alle in einem Match durchzuführen. Braucht man auch ein bisschen Glück und ein bisschen Geschick und ja, wie gesagt, auch das Glück, nicht eben auf die Gegner direkt zu treffen. So, in die letzte Aufgabe haben wir wieder eine Phasenaufgabe. Hier sollen wir wieder Eliminierungen durchführen, in der Phase 1 mit der Schrotflinte, in der Phase 2 mit einem Sturmgewehr und in der Phase 3 mit einer Pistole. Und das wäre es auch schon gewesen mit den Herausforderungen der Woche 10. Meistens empfehle ich hier ja den Modus 20 gegen 20, weil dann hat man auch die Möglichkeit, mehrere Aufgaben miteinander zu kombinieren. Und man hat da eben auch die Chance, durch das Respawnen direkt mehrere Aufgaben zu kombinieren und auch zu schaffen. Ich hoffe, ich habe euch mit meinen Hinweisen und Tipps geholfen. Würde mich über einen Daumen hoch, ein Like sozusagen freuen. Bis dann, euer Sadi. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Das würde mich unheimlich freuen, motivieren und auch unterstützen. Denn ich mache diese Videos als Spieler für euch als Spieler. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen möchtet, mit Tipps, Tricks, Hinweisen, Gameplays, Funny Moments, Infos und so weiter, dann einfach auch ein Abo dalassen und auch die Glocke anmachen. Das kostet euch auch nichts. Und für weitere Fragen und Anregungen einfach einen Kommentar dalassen. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich darauf zu antworten. Bis dahin tanzen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Bis demnächst, euer Sadi.